Servus, liebe FCA-Fans. Herzlich willkommen vor dem Spiel gegen die Eintracht. Und wir haben heute nicht nur ein tolles Spiel vor uns, sondern wir werden die Fankneipe, die niegelnagelneue Fankneipe einweihen. Ihr habt das neue Funktionsgebäude sicherlich schon gesehen. Hier oben sind die ganzen neuen Büros für die Geschäftsstelle, alles untergebracht. Sehr schön geworden. Aber was euch natürlich interessiert ist, wie schaut es denn da drin jetzt endlich aus? Man hat sich wirklich viel Mühe gegeben und ich gehe mit euch da jetzt mal rein. Wenn ich nicht hinfalle, müsste alles klappen. Und das hier ist der offizielle Eingang. Da könnt ihr dann sogar vor dem Spiel schon reingehen. Wie das alles vom zeitlichen Ablauf stattfinden wird, das könnt ihr dann auf der Homepage nachlesen. Jetzt fangen wir gleich mal hier an, wenn man durch die Eingangstür gegangen ist. Hier ist eine wunderschöne Tafel. Auf dieser Tafel sind alle FC Augsburg Nationalspieler zu sehen und wie viele Einsätze sie in der Nationalmannschaft gemacht haben. Wir machen jetzt einfach mal ganz spontan, also jetzt hier von mir aus, Baba hat jetzt für Ghana 12 Einsätze gespielt, Klavan für Estland 32 und so weiter und so fort. Das wird natürlich immer weitergeführt, also schon mal sehr interessant. Jetzt gehen wir mal hier rein, auf geht's. Und hier ist schon das Herzstück, die Fankneipe. Schaut euch mal ein bisschen um. Da links zum Beispiel ist schon die Essensausgabe, die Küche. Hier gibt es vor dem Spiel ganz, ganz tolle Sachen. Zum Beispiel Weißwurst, Debreziner, Schnitzel, Pommes, Currywurst. Alles, was ihr braucht, um euch vor dem Spiel schon mal ein bisschen einzugrooven. Natürlich auch Getränke. Und ja, ich habe es gerade schon erwähnt, man hat wirklich hier richtig schönen Style gefunden mit Holz. Sehr, sehr schlicht eigentlich alles, aber wunderbar gemütlich. Es sieht wirklich toll aus. Es ist richtig toll geworden. Und natürlich wichtig für euch, wenn ihr als Fan hier sitzt, hier sind die riesen Screens überall von jedem Platz aus. Kann man also sehen, was passiert. Und das ist auch ganz entscheidend, denn auch bei Auswärtsspielen hat die Kneipe hier geöffnet, die neue Fankneipe. Überall an den Wänden sind natürlich geschichtsträchtige Zeitungsausschnitte. Egal, ob das jetzt noch von Helmut Haller ist, von der FCA-Jugend damals oder hier Euroleague. Es ist alles zum Nachgucken und nochmal zum Anschauen. Es ist wirklich, wirklich wunderschön gemacht. Ich bin selber ganz überrascht, wie schön es dann doch geworden ist. Ein Highlight meiner Meinung nach ist natürlich auch die Vitrinenshow. Hier geht es also los, die Gründungszeit des FC Augsburg. Wir wollen gar nicht zu viel verraten. Kommt einfach mal her und schaut euch das an. Es ist wirklich unfassbar, was hier für hochheilige Stücke aufgetaucht sind, die wir bekommen haben von Fans. Und der FC Augsburg selber hat natürlich auch noch so ein paar Sachen im Lager gehabt, wenn ich es mal salopp sagen darf. Und auch da sehen wir ganz, ganz tolle Geschichten. Zum Beispiel, wenn wir eine oder zwei Vitrinen weitergehen. Hier ist zum Beispiel die Geschichte des Nachwuchses. Oder jetzt eben mein Highlight. Hier hängt tatsächlich das Original WM-Trikot von Uli Biesinger. Es ist der absolute Wahnsinn. Es ist das echte Trikot von 1954, das wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Also, mein lieber Mann, das muss erstmal einer schaffen. Hier Helmut Haller. Auch hier hängt ein Trikot mit Autogrammen drauf. Also, das ist die Zeit um Helmut Haller und um Uli Biesinger, die Legenden des FCA. Dann geht es natürlich weiter in die Bundesliga-Geschichte. Der Aufstieg, das Originaltrikot von unserem Wir schießen uns in die Bundesliga. Stefan Hein mit der 36, da sind alle Autogramme drauf, natürlich alles, was dazugehört, was uns damals bewegt hat, die Marionetten, die es ja bei uns statt einem Wimpel gibt. Ja, und dann schauen wir noch einmal um die Ecke, ist vielleicht auch nicht uninteressant, da geht es natürlich weiter mit dem Highlight der Euroleague, also unser größter Erfolg mit Liverpool, mit Belgrad und so weiter und so fort. Alles, was wir so gefunden haben, was wirklich außergewöhnlich ist, haben wir hier in dieser Vitrine ausgestellt. Es gibt übrigens hier, wenn ihr nochmal hier um die Ecke schauen wollt bei mir, eine echte Rosenau-Tribüne, eine Rosenau-Stadion-Tribüne. Da hat man sich also auch Gedanken gemacht, dass das ja nicht in Vergessenheit gerät. Okay, es sieht natürlich nicht so aus wie die Rosenau-Tribüne, aber es sind die Originalsessel. Also tatsächlich war, es sind die Originalsitze. Hier kann man auch sitzen und auf die Screens schauen. Also es ist wirklich eine Menge geboten. Und wir feiern die Eröffnung jetzt gleich ab 11 Uhr. Ihr könnt gerne vorbeikommen. Ihr könnt hier in die neue Fankneipe reingehen und euch vielleicht sogar ein bisschen was hier anschauen. Und danach gibt es noch eine Autogrammstunde mit Rani Khedira. Der Fanshop hat auch dann offen und den zeige ich euch jetzt auch mal. Weil das hier ist wirklich
ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ihr kennt vielleicht noch den Fan-Container. Hier werden gerade unsere Ordner noch ein bisschen eingewiesen. Die dürfen das jetzt auch mal langsam in mehr Platz und in Wärme machen. So, und jetzt schauen wir mal, was der Fanshop zu bieten hat. Es ist echt Wahnsinn, wie viel Platz jetzt hier ist. Also auch eine kleine Tribüne. Auch hier gibt es Filme zu sehen. Und über das Angebot brauchen wir nicht reden. Die Trikots. Hier ist eine neue Babyabteilung entstanden. Das ist übrigens für mich sehr interessant, für meinen kleinen Oscar. Das ist ja auch ganz wichtig, denn die kleinen Fans sind ja mittlerweile auch die wichtigsten. Also von Babysocken hier über kleine Mützen. Es ist mittlerweile alles da. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Wie gesagt, ab 11 Uhr geht's hier los. Und ja, kommt einfach vorbei. Das neue Funktionsgebäude ist nicht zu übersehen. Und dann vorne am Eingang sehen wir uns. Bis dann. Viel Spaß und natürlich auf 3 Punkte heute gegen Frankfurt.